Hallöchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns hier zusammengefunden, weil heute wurde die Campus-Tüte geliefert. Wir machen das zusammen aus, falls ihr auch Bock habt auf die Campus-Tüten und bezahlte Werbung. Link ist in der Infobox ganz oben. Und früher war das mal so, dass man nur die Campus-Tüten bestellen konnte für 8,95 € Versand. Versand müsste man jetzt auch zahlen. Aber es ist einfach so, dass sie das jetzt nicht mehr gratis rausschicken. Also man muss zwangsläufig etwas Zweites von der Website kaufen. Und ich habe mich, glaube ich, für das hier entschieden. Das ist hier so ein Boho-Kopfkissenbezug. Klein. Also, ja. Ich fand es jetzt auch unverschämt teuer. Ich glaube, der kam jetzt irgendwie 11 Euro oder so. Und ja, also insgesamt sind 20. Also die Campus-Tüten sind offiziell ab jetzt keine Schnäppchen mehr. Wenn man so online ordert, wenn man natürlich die im Campus sich wegrapschen kann, dann sind sie immer noch gratis. Aber wir mussten das jetzt ordern. Für dieses Mal haben wir es jetzt noch gemacht. Weiß ich nicht, ob wir es beim nächsten Mal noch schaffen, aber so viel zu Intro dazu. Ich meine, wenn ich noch ein zweites Kissen kriege, vielleicht schon. Ansonsten weiß ich nicht. Also so viele Sachen brauche ich jetzt nicht von der Website, ne? Ja, so viel dazu. Mein Mann kommt auch noch gleich mit dazu. Was ist denn hier? Neu, blaue Helden Allzweckreiniger. Ach, hier so eine Reinigungsflasche. Und hier ist auch sogar so ein Ding drin zum Auflösen in Wasser. Ja, soll ja sehr umweltfreundlich sein, logisch, weil ich nehme ja hier Leitungswasser, das heißt, es kostet keinen Versand, es ist ja auch nicht schwer und es ist halt super klein verpackbar, halt so ein ganzer Liter Reinigungsmittel, halt in so einem kleinen Mini-Tab, ja. Und von daher relativ nachhaltig, in eine saubere Welt beginnt bei uns Blaue Helden. Vegan, biologisch abbaubar und ohne Tierversuche. Ich versuche das mal, ne? Ansonsten kurz. Ich persönlich, alles mit Essig, bin ich auch recht zufrieden damit. Ich mache mal das Licht da vorne noch an. Moment. Weiß nicht, ob es jetzt besser wird. Es ist ein bisschen gelber geworden. Oh. Hier hätten wir Blanchet Jolie. Ich muss mich mal hier an deine Seite setzen. Dafür sitze ich hier schneller sitzt drauf. Achso, ich muss auch rüberklettern. Halleluja. Ich habe hier einen guten Tisch gebastelt. Alles gut so, ich ist in Ordnung. Hui, es geht nach vorne. Oh nein, es geht zurück. Es ist wieder alles da. Ich bin zufrieden. Oh, was ist das? Muss ich das kosten? Ah, es sind wieder Campus-Tüten. Wunderbar. Ja, wollen wir die aufmachen oder wollen wir sie nicht aufmachen? Ein bisschen so. Blanchet Jolie de Blanc, lieblich. Das ist ein süßer Wein, das könnte dir auch schmecken. Testen Sie mal, nehmen Sie sich meinen kleinen Schluck hier. So. Dieser wunderbare Tisch, der hier steht. Ja, ist ein sehr teurer Tisch. Oh, jetzt habe ich ein bisschen viel eingegossen. Aber Sie können ja nachkosten, was wie das schmeckt. Lieblich. Nehmen Sie mal ein Schlückchen. Süßer Wein. Sind Sie eine Weintrinkerin? Nee. Werde ich, glaube ich, auch nie sein. Wein sind vergoren. Ich würde sagen, dass jeder Schluck schmeckt besser. Das ist meine Aussage dazu. Ja, den Rest kannst du haben. Achso, jetzt muss ich das ausdrücken. Das ist mir noch ein bisschen früh für Suff. Okay, dann trinken wir hier mal den Wein aus. Quinoa-Chips. Kannst du den Fuß hier kurz? Dankeschön. Quinoa-Chips, ist das sowas wie diese Erbsen-Chips? Die ja, wir beim letzten Mal haben. Chips-Alternative, ja. Naja, geht so. Sour-Cream. Ja, der Geschmack finde ich jetzt nicht schlecht, aber die Konsistenz ist halt so krümelig so ein bisschen. Aufgepuffte Krümel ist es. Ja, das ist krümelig. Das hinterlässt auch auf der Zunge so einen Nachgeschmack, finde ich, so ein auch bisschen. Auch so ein Fettfilm so ein ja, bisschen. Ja. Mm-mm. Nee, für mich ist es nichts. Mhm. Aber sie sind heute angekommen. Werbeflyer. Penny-Festival. Was hast du denn da noch? Akobräumos. Ah, das ist wieder Bier. Also packen Sie mal weiter aus. Was haben Sie da? Cola Zero Sugar. Die haben wir schon ein paar Mal gehabt.
Wir haben hier Neki, ein Hand-Cleansing-Gel. Reinigendes Handgel mit 60% Alkohol und da werben die auch noch mit. Weiß ich nicht. Würde ich auf jeden Fall in die zu verschenken Kiste legen. Das ist wahrscheinlich so ein mit Aloe Vera und Shea Butter. Das ist wahrscheinlich so eine Reinigungshandcreme, was ja, Dingens uns haben. Ja. Axe Epic Fresh, Nonstop Fresh. Willst du Axe benutzen? Aber der Fati hat sich beim letzten Mal voll gefreut. Aus der letzten Campus-Tüte habe ich dem Fati so eine Dose mitgebracht. Da hat er sich sehr gefreut drüber. Oh, wir haben hier einen Shea-Protein-Riegel vegan mit ganzen Nüssen. Das ist doch jetzt was für mich. Ich esse die ja auch jetzt, ja. Ja. Also die haben ja auch schon mein Mundfleisch so ein bisschen aufgerissen, die zwei Stück. Also ich merkte schon, dass sie sehr aggressiv sind an der Mundschleimhaut. Ja. Deswegen mag ich auch nicht so gerne Chips, wenn mir das immer alles aufreißt. Genau, weil die, wenn die zu lange gebraten sind, frittiert dann werden die hart und scharf. Also die scharf von vom Geschmack. Schmeckt gut, der Nussding? Reinbarri. Der schmeckt mega. Den esse ich gerne auch. Das schmeckt wie ein geilerer Müsli-Riegel, wie so Corny, aber halt ein geil. Ja. Und sehr beerig. Ja, schmeckt wirklich gut. Ich esse das jetzt auch noch. Und wir haben hier einen Mesmer-Tee. Ja, die trinken wir irgendwann aus. Also Osaka hat die bis jetzt immer getrunken. Haben wir jetzt noch ein bisschen da. Also, Sherry Kisses. Riecht durch die Verpackung krass nach Pilze. Ja. Und wie nu ist das? Ja. Wieder. Also ich würde sagen, wir machen so eine kleine Verlosungskiste. Und dann kriegt ihr das mal alles. Das finde ich ganz gut eigentlich. Rothaus Radler. Jawohl, Tannenzäpfle. Naturtrüb. Jawohl. Kristallklares, weiches Brauwasser aus 7 Quellen in 1000 Metern gekostet. Gerade hingeschmissen, die Krümel. Die Krümel habe ich in meinem Mund, weil ich habe nur das Ding hier manchmal. Ja, ich habe hier keinen Flaschenöffner. Natürlich, du hast einen mitgebracht. Überklug. Ja, und dann hier noch dieses Akobräumus. Also das ist, Tannenzäpfle ist ein sehr, sehr... Oh, da ist ein Aktionskaurelcode drin in der... Dingens, da kann man was gewinnen. Den Deckel muss ich aufbewahren, da muss ich meinen Gewinn holen. Aber Sie können mal einen Schluck nehmen. Ja, riecht gut. Am Gaumen habe ich die Haut jetzt auch abgeribbelt mit den Dingern hier. Boah, das ist lecker. Nee, dann trinken Sie das doch. Nee, das ist lecker. Ja, dann trinken Sie das doch. Ja, sie sollen noch kosten. Achso, ja. Das ist richtig süffig. Also da merkst du gar keinen Alkohol. Ja, das schmeckt wie so eine leckere Brause, schmeckt das. Bier-Mischgetränke, 60% Erfrischungsgetränk, Zitronen- und Limettengeschmack und 40% Bier. 2,1% voll. Das müssen Sie austrinken. Das ist wieder was für mich. Hier ist Mr. Brown. Ist hier drauf. Cappuccino Kaffee. Du stellst es mal hier auf deinen Tisch, ne? Und dafür ist es nicht umschmeißen, das ist wichtig. Das ist Mr. Brown, ein Kaffee-Milchgetränk. Das ist was mit für dich. Kaffee-Extrakt und also 75% Milch, aber es ist fettarme Milch mit 0,7% Fettanteil nur. So wie Kaffee-Extrakt und Kaffee. So wie Zucker und Kakaopulver. Guck mal, hier gibt es Schlüsselanhänger, Studi Drive, da ist ein Flaschenöffner, so ein Bierdeckelöffner dran. Ah. Da testen wir hier gleich aus mit der Flasche. Ja, soll ich jetzt erstmal den Cappuccino austrinken? Ja, ich mag das ja nicht, aber ja. Ich hab heute hier, Burger Me, 5 Euro Gutschein. Oha. Ja, einlösbar bei Erreichen des Mindestbestellwertes. Ja, aber das ist ja nicht schlecht. Burger Me hat mal letztens bei unseren Freundinnen getestet. Die haben ja die Filiale um die Ecke. War ganz okay. War okay. Jo. Ja, war jetzt nicht übertrieben krass gut, aber war ganz okay. Auf gar keinen Fall. Auch das, die Bestellung, das war ein bisschen holprig, sage ich mal. Und also? Alnature, 8% für Studenten. Das ist ein Milch, das ist ein Milchkaffee halt mit Kakao-Geschmack so. Der schmeckt sehr gut. Also der ist auch pfandfrei. Ich finde es cool. Außerdem mag ich die Figur, die vorne drauf ist, von Mr. Brown. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich will es auch nicht aufmachen. Zeig mal. OZ, das könnte wieder was zum Rauchen sein. 42 OZ, das könnte Filter sein oder sowas. Oder so ein, was man sich in sein Zigarillo reinmacht, um zu rauchen. Also falls ihr wisst, was das ist,
420Z steht da drauf. Ich lasse es mal zu, ne? Mhm. Machen wir lieber nicht auf. Ja. Ich habe hier Bio-Buddy-Butter, Avocado und Verbene. Feste Körperlotion für spröde, sensible Haut, regeneriert, pflegt und lindert. Also, da bin ich sehr gespannt. Bodylotion nehme ich ja nicht, habe ich jetzt schon mehrmals erzählt, aber Bodybutter ist natürlich richtig geil. Und das werde ich mal austesten. Momentan nehme ich nach dem Duschen immer so ein bisschen Öl, Kokosöl jetzt meist. Und Bodybutter würde ich aber tatsächlich mal ausprobieren unter der Dusche. Anwendung: Bodybutter in den warmen, feuchten Händen anlösen oder kurz unter warmem Wasser halten. Anschließend mit den Händen eine entstehende Lotion auf die Haut auftragen. Samt einmassieren. Besonders gut lässt sich die Bodybutter auf der noch warmen und leicht feuchten Haut nach dem Duschen anwenden. Genau, sage ich ja, nach der Dusche. Wenn man eh schon nass ist und noch im Warmen so steht in der Duschkabine oder so, dann halt schnell... Wichtig, nach der Benutzung die Seife, also das Ding hier, gut abtrocknen lassen und trocken aufbewahren und vor Wärme schützen. Ja. Schmilzgefahr. Logisch. Aber das finde ich richtig krass. Also das kriegt ihr nicht, das behalte ich auf jeden Fall. Ich habe hier veganes Proteinpulver. Von wem ist denn das? Volksshake. Volksshake? Ja. Ohne Zuckerzusatz, vegan, ehrlich, nachhaltig, einmalige Aktion. Sicher. Ach so, 10% Rabatt. Ohne Gluten, ohne Gentechnik, ohne bedenkliche Zusetzung, ohne Soja. Frei von fragwürdigen Inhaltsstoffen. Kein Klumpen, sondern lecker und cremig. Geschmacksrichtung Schoko, das ist das Wichtigste. Aus Pflanzen gewonnene Kraft. Geht ein Veganer ins Fitnessstudio? Nein, unsere Proteinshakes sind kein Witz. Der Mensch an erster Stelle. Handy die ganze Zeit. Geht ein Veganer ins Fitnessstudio? Das ist aber auch lustig eigentlich. Ja. Probieren wir mal aus. Ich hatte schon mal veganes Proteinpulver. Das war so ein bisschen krümelig. Genau, es hat sich nicht gut aufgelöst. Gar nicht. Aber hier steht ja wirklich keine Klumpen, sondern lecker und cremig. Da bin ich dann auf jeden Fall mal gespannt. Und nochmal die Bestätigung von eBay Kleinanzeigen, dass der Typ gleich vorbeikommt und seinen Eierkocher kauft. Ja, also ich bin da gespannt, das werden wir auf jeden Fall mal einfach ausprobieren, die Shakes. Ist für alles, steht hier drauf. Ja, egal ob fürs Krafttraining im Studium oder im Büro. Ja. Plastinarium, im Ausflugsziel hier in Berlin, gibt's da Rabatt? Wir waren da ja schon mal. Genau, das ist diese Körperwelten, diese Ausstellung. 2-für-1 Tickets. Dass man dorthin kommt. Ja. Zweite Tüte ist am Stissel. Wir hätten hier ein zweites Axteo. Ach hier, oh Gott, das ist jetzt Humus-Chips mit Tomate, Basilikum. Kichererbsen. Nee, machen wir aber nicht auf. Ich habe jetzt so viel gegessen, ich kann gar nicht mehr. Ja, das ist fettreduziert. Was ist in der Tüte drin? 25 Gramm. 100 Kalorien hat die Tüte. Das ist ein Möglichmacher. Aus 100%. Achso, Textmarker. Einmal gelb, einmal orange. Ja, das ist nice. Also kann man immer brauchen, gerade als Student. Aber auch als Erwachsene, das passt. Das kann man benutzen. Wir hatten erneut die Linsenwaffeln hier. Die letzten haben wir so weggekämpft. So. Ja, kann die man haben schon wir essen, ab und aber zu mal gegessen. Mais oder Reiswaffeln schmecken halt geiler. Mhm. Ja. Zweites Handgel. Und ein naturtrübes Radler. Ja. Und noch ein zweites Bier. Das Bier haben wir noch nicht gekostet. Genau. Ich wollte ja hier die neuen Flaschenöffner ausprobieren. Achtung, es läuft überschnell! Schaum. Ja, funktioniert. Die sind aber sehr, sehr klein in der Hand. Dadurch hat man keinen guten Winkel, wenn man zum Ach, das Agroboy-Moos, das hatten wir schon in der letzten Campus-Tüte drin gehabt. Das hat mir ganz gut geschmeckt, muss ich sagen. Aber ich konnte das noch. Ich habe noch nirgendwo gesehen, wo man das kaufen kann. Pflaumenküsse? Ah, das riecht besser. Als die Kirsche? Naja, die Kirsche raucht auch gut, also nicht falsch verstehen, aber es ist extrem super chemischer Geruch. Und es riecht nach Kirsche, aber ich mag dieses, ich mag es nicht, ich finde es ist unnötig. Aber das riecht besser, es riecht deutlich angenehmer. Jetzt können Sie mal kosten, das ist ein sehr frisches Bier, aber es hat halt den herben Nachgeschmack, wie es halt ein Bier hat.
Sie sind ja keine Biertrinkerin, richtig? Mm-mm. Wollen Sie nicht lieber noch einen Schluck nehmen? Nee, ich nicht. Ein herbes, frisches Bier. So. 15% Rabatt auf Kaffee. Ah, noch ein Teechen. Ja. Hier ist auch noch was dran. Eine Deo-Creme, eine feste Deo-Creme. Ja, die kann man einfach benutzen. Dann ist die auch weg. Es ist nur so ein kleines Tiegelchen. Tut seinen Dienst, aber ich stinke auch nicht übermäßig extrem viel. Deswegen, also bei mir passt es. Für Leute, die stark schwitzen, das sind diese Wolkenseifen auf jeden Fall zu wenig. Nee, da brauchst du so ein Antitranspirant, so eine. Mehr als was richtig ist. Okay, hier ist nichts mehr bei. Spiegel, ein bisschen was zum Lesen. Der Start in ein Abonnement, was keiner möchte. Noch eine Cola. Ja, also ich finde die Tüte ist echt schwer. Was ist das denn? 360 oh, Energy. Oh, ja, voilà. 360 ist der Energy Drink, das ist Wodka mit Energy. Ja. Mhm. Nice. Ach nee, das ist nur Energy Drink. Das ist kein, das ist nicht. Ach, aber von 360. Von 360. Die machen auch Wodka. Genau, 360 ist nochmal Wodka. Ich dachte, das wäre jetzt ein Sportgetränk. Nee, das ist jetzt wirklich nur ein Energy Drink. Mit Glukosesirup, Wasser, Taurin, Aroma, Säureregulator, also standardmäßige Kaugummi-Geschmack, würde ich sagen. Das ist der Kaffee nochmal, den hatten wir Mr. schon. Mr. Brown. Der hat mir gut geschmeckt. Weil ich so viel getrunken, da muss ich und gleich wieder pullern. Von Got to Be Reisen Shine haben wir hier einen Lipgloss. Extrem Wet Shine Lipgloss. Benutzt den mal. Nee, das werde ich auch in die Zufalllose. Oh, ich wollte gerne deine Wet Lips küssen. Mit dem Lipgloss. Dann hast du das hier an der Lippe. Nee, aber ich wollte dich doch gerne küssen. Aber dann siehst du aus wie ein Mädchen. Das ist nicht so schlimm. ich wollte dich nur. Finde ich auch nicht schlimm. So. Aber wenn du meine Kleider anziehen willst, sag Bescheid, ja. Frechheit. So. Okay, ja, wir haben das alles ausgepackt. Wie immer finde ich für knapp 9 Euro. Man zahlt ja den Versand, die Tüte an sich. Der Inhalt ist gratis. Porto ist 8,95 und man muss halt, wie gesagt, immer noch was Zweites von der Website bestellen. Ich glaube, das billigste war irgendwie 5 Euro oder so. Mhm. Ja, dadurch kein echtes Schnäppchen mehr. Aber man muss ja auch bedenken, man kriegt ja jetzt Pfand zurück. Ne? Also hier auf die Dosen sind ja 25 Cent Pfand drauf. Ja. 1, 2, 3, 4, das ist ja schon mal ein Euro. Und auf die Bierflaschen ja, ja auch 8 Cent. Ja, 1,28 Euro, 1,32 Euro kriegt also, man wieder. Das muss man ja auch nochmal gegenrechnen. Ich und man auch muss ein halt, bisschen Geld zurück. Ja, und man muss halt sagen, wenn man so eine Deo-Spraydose braucht, ist teuer. Die kosten frei 4 Euro. Mhm. Immer. Also da hat man schon mehr drin. Und dieses hier, das finde ich besonders interessant, diese Bodybutter. Wer weiß, ob die nicht auch 3 Euro kostet oder 4 Euro kostet, dieses von Rosenrot, also, Naturkosmetik. Der Wert ist immer über diese 9 Euro und ich denke ja auch, wir haben insgesamt trotzdem noch plus gemacht. Tanzzeichen ist auch ein teures Bier, die kleinen Flaschen kosten schon 1 Euro. Ja, also man wird nicht beschissen, aber man spart natürlich mehr, wenn man am Campus ist und das selber sich wegschnappen kann. Ja. Ja, wir sind ganz happy mit der Kiste. Wenn ihr auch so ein cooles Paket haben wollt, das ist unten in der Infobox alles verlinkt. Sie sind aktuell noch verfügbar. Also ich hatte gestern nochmal nachgeschaut. Momentan gibt es die noch. Ne, die gibt es ja immer zu jedem Semesterstart. Ja. Zweimal im Jahr sozusagen und solange der Vorrat reicht halt. Ne, aber die haben eigentlich immer genug da und dann ist es, wenn die Aktion vorbei ist, ist es vorbei. Und noch vielleicht die interessante Info, wir haben das jetzt für Berlin bestellt. Es gibt verschiedene Campus-Typen für verschiedene Unis sozusagen, Bereiche so. Genau, ja. Genau. In jeder kann ein bisschen was Unterschiedliches sein, ihr habt vielleicht andere Produkte drin, könnte auch das identisch sein, könnte aber auch andere sein. Und ja, damit sind wir jetzt raus. Also ich bin jetzt, ich dann werde die Body Butter mal austesten. Ja. Muss ja mal sein, ob ich euch da mitnehmen soll. Also nicht in die Dusche, aber... Danach beim Einbuttern. Soll, ja, ich, soll ich dich einbuttern, dann verpixel ich dich. Noch ein Feedback haben wollt, einfach, ob das wirklich gut funktioniert hat oder nicht. Das ist der Titel vom Video, eingebuttert. Also, eingebuttert. Ja. Das ist ein sehr guter Titel. Also, ich hoffe, oder wir hoffen, dass euch diese Campus-Tüte gefallen hat. Genau, wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos, ich freue mich darüber. Ich freue mich aber auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin. Ciao. Ciao.